Leute, gute News für das kommende Jahr 2025 und Apex Legends. Zumindest habe ich ein paar kleine Hinweise, was in Season 25 alles kommen soll. Detailliert ist es leider nicht, aber es wird uns ein bisschen was hingeschmissen, das ich aus sicherer Quelle habe, durch die Devstreams, als ich Einblick in die neue Season hatte. Und wir klären in diesem Video, warum Lifeline jetzt so aussieht, wie sie aussieht. Zumindest was ihren Arm betrifft. Warum sie jetzt eine andere Frise hat, darum geht's nicht. Und warum die Doc Drone überarbeitet ist, ihre Fähigkeiten überarbeitet sind und so weiter. Denn der Launch Trailer ist heute rausgekommen. Und noch zusätzlich gute News, wir gehen hier mal rein, wer jetzt die letzten Tage noch nicht gezockt hat oder gestern letztmalig. Der Duo-Modus ist jetzt endlich wieder zurück. Trios ganz normal, in einer ganz normalen Map-Rotation sowie auch in Ranked mit World's Edge, Broken Moon und Storm Point. Ranked ist drinne. Und natürlich der Original Kings Canyon-Modus, der klassische Modus. Aber leider, Leute, muss ich euch sagen, nur noch 11 Tage. Ich bin darüber extrem enttäuscht und ich verstehe nach wie vor nicht, warum kommt sowas nicht endlich mal permanent. Und auch der Arena-Modus, ich weiß, dass den viele nicht feiern, aber die paar Prozent sollen doch endlich ihren geliebten Arena-Modus zurückkriegen. Ich kann es einfach nicht so ganz verstehen. Ich zeige euch jetzt erstmal ganz kurz. Lifeline, so sieht sie ja jetzt aus. Ihr seht, ihr linker Arm ist mechanisch so eine Art Roboterarm. Ich zeige euch jetzt kurz mal den Launch-Trailer und zum Schluss gibt es die guten News für Season, nicht für Season 25, für das Jahr 25. Wir starten aber erstmal mit dem Trailer. Kurz, aber knackig und auch extrem geil gemacht. Caught in the fire with the Argyre. We should wait until it dies down. Also ich habe den gesehen und dachte mir, okay, kurz, aber sehr aussagekräftig. Ich muss aber dazu sagen, ich greife erstmal vorweg an das Ende des Trailers. Eigentlich macht der Trailer für mich nur Sinn. Ihr seht ja hier zum Schluss, ich mache das Ding jetzt hier nochmal an und wir spulen mal bis zum Schluss. Meiner Meinung nach hätte eigentlich dieser Teaser. Moment, wir müssen noch weiter zurück. Na, sag mal, wie weit muss ich noch zurück? Irgendwie, ich lasse es kurz nochmal laufen. Irgendwie kriege ich das hier nicht voll vernünftig hingespult. Ihr seht hier den Himmel. Das ist der Himmel über Kings Canyon seit Release von Season 22. Oder keine Ahnung, seitdem Kings Canyon halt in Season 22 zurückkam. Dem Trailer nach zu urteilen, müsste man eigentlich denken, so kurz vor Ende von Season 22 hätte der Himmel erst so aussehen müssen. Denn das eigentliche Rift, was hier am Himmel ist, entsteht eigentlich erst hier. Quasi wie so eine Art kleiner Zeitstrahl oder Dimensionsrift. Dieses kleine Ding wird immer größer und größer. Das sieht man im Trailer nicht. Macht aber eher von der Logik her total Sinn, dass es genauso passiert sein muss. Warum hat natürlich Lifeline jetzt auch einen mechanischen Arm? Sieht man dann hier am Ende. Sie greift in dieses Portal und versucht hier ihre Doctrone rauszuziehen, die schon fast komplett zerstört ist. Und verliert dadurch ihren Arm, weil eben, naja, in so einen Dimensionsrift zu greifen, ist wahrscheinlich nicht die schlauste Idee. Und hier sehen wir, wie die Doctrone, das ist richtig emotional, die versucht eine Doctrone, eigentlich ein mechanisches Nicht-Lebewesen, versucht da irgendwie ihr halbtot zu Lifeline zu krauchen. Ich finde das absolut genial gemacht, absolut gelungener Trailer. Und wir sehen, ihr Arm ist im Eimer, sie braucht einen neuen Arm. Und die Doctrone ist ebenfalls komplett hinüber.
Und deswegen sind das die neuen Fähigkeiten. Jetzt habe ich aber eine Vermutung, was ich im Trailer noch gesehen habe. Ihr seht, jetzt muss ich den Trailer natürlich nochmal anmachen. Wir sehen verschiedene Charaktere und ich bin mir nicht sicher. Also wir sehen einmal Alter. Und wir sehen vor allem, und das ist das Geile, wir sehen in dem Rift quasi, warum wir gerade OG Kings Canyon am Start haben. Das ist quasi ein Dimensionsrift, was uns in der Zeit so ein bisschen zurückpusht. Und ich bin überzeugt, dass wir Blisk sehen. Wir sehen rechts Alter, ein bisschen anders. Und links dieser Typ mit dem Totenkopf, meiner Meinung nach, und das schneide ich habe es jetzt hier während ich das Video hier mache, nicht vorbereitet. Ich werde es im Schnitt aber hoffentlich dran denken, ein Bild von Blisk reinzuschneiden. Blisk ist allen Titanfall-Fans ein Begriff und Blisk ist der Veranstalter der Apex Games, der, ich sage mal, quasi dieses Battle Royale zum Leben erweckt hat. Sieht man auch im Originaltrailer ganz am Anfang. Und ich würde behaupten, dass dieses Rift, ein Dimensionsrift, quasi ein alter Ego-Ding ist. So eine Art böse Version von Legenden. Und ich glaube, dass dieser Typ da, dass das einfach Blisk in Böse ist, dass dieses Rift irgendwie alles Negative aufsaugt, keine Ahnung. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass Alter quasi das Alter Ego von Horizon ist, weil die stehen in Verbindung. Und ich bin nach wie vor fester Überzeugung, dass Alter und Horizon ein und dieselbe Person sind, nur aus verschiedenen Dimensionen. Und ich glaube, dass wir hier zwei bekannte Legenden sehen. Einfach nur in etwas anderer Form. Nennt mich ein bisschen bescheuert, nennt mich ein bisschen verrückt oder ich habe zu viel Fantasie, keine Ahnung, zu viel Corona gesoffen, irgend sowas. Aber ich bin überzeugt, irgendwas muss da sein. Und ich kann nur extremst hoffen, dass so eine Story endlich vernünftig fortgeführt wird. Ich verweise immer wieder auf Season 3 und Krypto, diese geile Story mit dem Zerstören von Kings Canyon und dann kommt World's Edge und wir wissen bis heute nicht, was mit seiner Halbschwester ist. Es ist eigentlich so viel Potenzial für viel, viel großes Zeugs und deswegen, ansonsten gibt es in dem Trailer nicht viel mehr zu sehen, aber ich finde diesen Trailer extrem geil. Und jetzt zeige ich euch noch, welche Hinweise ich von Respawn bekommen habe, als ich exklusiven Einblick in die neue Season hatte. Da habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Wir durften ja, es ist immer eine halbe Stunde exklusive Einblick in die neuen Seasons. Und wir können immer so Fragen stellen und einiges wurde beantwortet und einiges wurde auch verraten, was geplant ist. Es wurde nämlich unter anderem die Frage gestellt, gibt es denn endlich mal wieder vernünftige Ranked Rewards, weil sich dieser Ranked Grind nicht belohnend anfühlt. Du grindest auf etwas und bekommst nicht wirklich was Besonderes. Die Dive Trials gibt es nicht mehr. Auch hier verstehe ich nicht, warum wurden uns die Dive Trials genommen. Ich kenne die Erklärung, aber die Erklärung ist für mich absoluter Blödsinn. Es wird an neuen Ranked Rewards gearbeitet. Wie die aussehen, weiß ich nicht. Es soll sich aber belohnenswerter anfühlen. Es wird für nächstes Jahr an neuen Legenden gearbeitet. Also Mehrzahl, nicht nur eine Legende. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig rausgehört habe, aber die eine oder andere Legende wird mit Sicherheit schon fertig sein. Hoch im Kurs ist nach wie vor die Mutter von Vantage. Kennt man schon, kennt man aus den Stories von The Outlands Trailer, bevor Vantage dann released wurde, ihre Mutter, die im Knast steckt und irgendwie wird die von Mad Maggie, glaube ich, befreit. Irgend sowas ist da irgendwie im Busch. Eigentlich dachte man, dass das in Season 23 passiert. Also neue Waffen sind ebenfalls in Arbeit und auch hier können wir davon ausgehen, dass wir mindestens eine neue Waffe bekommen werden. Reworks, muss ich jeden, der jetzt hofft, dass es jetzt regelmäßig diese Legenden-Reworks gibt, den muss ich enttäuschen. Klar, das mit Revenant ist jetzt auch schon echt lange her. Lasst mich lügen, über ein Jahr wird es bestimmt sein. Lifeline ist dann deutlich später gefolgt. Sie schließen es nicht aus, aber in naher Zukunft ist es nicht geplant, irgendeine Legende komplett über den Haufen zu werfen und sowas wie mit Revenant und Lifeline zu machen. Ausgeschlossen ist es nicht. Sie denken drüber nach, aber sie sehen aktuell nicht den Muss dahinter, dieses machen zu müssen. Und ich kann euch sagen, dass der Bowcheck Bow keine permanente Care-Package-Waffe bleiben soll. Das heißt, der Bogen kommt dann irgendwann nach gefühlt Jahren wieder raus. Wir können also davon ausgehen, mit meiner logischen Erklärung, wenn der Bowcheck Bow wieder rauskommt, haben wir wieder
diesen neuen alten Munitionstyp Pfeile wieder da. Geht also mal davon aus, das ist meine Vermutung, weil das gab es auch schon in den Gamefiles und in den Leaks, dass es auch andere Waffen geben sollte, die mit Pfeilen schießen können. Da gab es unter anderem Leak mit Gameplay, hatte das Design der Havoc, hat aber vollautomatisch mit Pfeilen geschossen. Ich glaube, die hieß Scorpion, hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie die Waffe hieß. Lasst uns mal alle bitte davon ausgehen, dass das eine Waffe sein wird, die auch Pfeile schießt. So macht es auch Sinn, dass der Bojack-Bow endlich wieder rauskommt, wir die Pfeile wieder im Groundblut finden und so es auch Sinn macht, schon den Beutepool wieder voll zu stopfen, weil wir dann auch zusätzlich noch eine andere Waffe haben. Wegen einer einzigen Waffe neue Munition zu verteilen und alles andere ein bisschen zu verringern, macht für mich wirklich keinen Sinn. Deswegen macht es nur Sinn, da eine Waffe zu bringen, die dann auch Pfeile schießen kann. Ladies and Gentlemen, ich habe fertig. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr aktuell von der neuen Season haltet. Vor allen Dingen die ganzen Reworks. Also, das, was ist die ganzen Reworks? Der Rework von Lifeline finde ich ultra nice. Die Meta um die Supporter-Legenden finde ich extrem, extrem heftig. Habt ihr genauso wie ich das Gefühl, dass es wahrscheinlich vielen Leuten zu leicht gemacht wird, vielleicht auf eine 20-Bomb zu gehen oder eine 4K? Weil das Respawnen und Reviven, das geht alles so schnell, das ist so finster, dass du deutlich später erst damit rechnen muss, dass die ganzen Teams ausgelöscht werden, weil es einfach, ich finde das nicht schlecht, also so im Allgemeinen macht es wahrscheinlich das Midgame interessanter, weil nicht gleich so viele Teams draufgehen, weil jeder die Chance hat, seine Teammates wiederzuholen und du nicht krampfhaft die Banner campen musst oder die irgendwo ziehen musst, das geht alles irgendwie besser und auch das Respawn, das Reviven mit dem mobilen Respawn-Beacon, den aktivierst du und der ist ja sofort da und spätestens 5 Sekunden später kannst du schon den Respawn aktivieren. Das ist alles schon echt krass, ich finde die Änderungen gut, vielleicht ist nicht alles in Harmonie, muss man auch dazu sagen. Aber ich betone nochmal, ich bin kein Freund davon, einen OG-Modus zu bringen, der gerade mal 2 Wochen da ist. Und dann wird er uns schon wieder genommen. Ey, wir freuen uns seit Jahren darauf und dann ist er wieder weg. Sowas muss permanent bleiben, das ist meine Meinung. Ich bin auf eure gespannt, das war's von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der neuen Season, das war's von mir. Rein, ciao.